Ja, hallo, ich bin die Gabi Hummel, ich bin Glaskünstlerin und stelle schon seit 2007 wunderschöne Glasperlen her. Und seit 2011 bin ich hier in Glasmacherdorf Schmitzfelden und habe eine schöne Werkstatt mit Atelier und da arbeite ich. Ja, mein Mann arbeitet inzwischen auch bei mir in der Werkstatt mit und wir bieten hier auch Workshops an für Kinder und Erwachsene. Und normalerweise ist bei uns sehr viel los durch die Touristen, auf die wir sehr angewiesen sind. Aber die bleiben uns jetzt leider fern und ja, deswegen müssen wir nach einer Alternative suchen. Ja, normalerweise kommen ja sehr viele Besucher hier zu uns und nachdem die Pandemie ausgebrochen ist und Ausgangssperren verhängt wurden, mussten wir auch unsere Workshops absagen, da wir ja kleinere Gruppen annehmen für Junggesellinnenabschiede, für Geburtstage oder auch das Glasblasen für Kinder. Das darf jetzt ja alles nicht mehr stattfinden. Und die Workshops wurden bis, ja, schon fast bis in August hin gebucht. Und die musste ich natürlich alle absagen und weiß nicht, wann das wieder stattfindet. Und deswegen haben wir hier jetzt auch überhaupt keinen Kundenverkehr, weil wir keine Laufkundschaft haben. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir unsere Ware weiterhin präsentieren? Weil wir haben so viel Freude dran und deshalb sind wir auf die Idee gekommen, einen Online-Shop zu gestalten. Dann mussten wir unsere Produkte zuerst einmal fotografieren und unser Sohn, der hat einen Foodblog schon seit 8 Jahren und kennt sich natürlich sehr gut aus und hat uns dann Ratschläge gegeben, welche Produktfotos gut ankommen. Wir haben jetzt seit 21. April wieder geöffnet und haben ja ein sehr kleines Atelier, deshalb dürfen nur maximal 3 Personen hierher kommen. Und wir werden verstärkt weiterhin einfach jetzt über den Online-Shop verkaufen, da ja auch keine Gruppen und Touristen momentan zu uns kommen können und wir ja nicht wissen, wie lange die ganze Situation anhält. Und wir stellen jetzt einfach immer wieder neue Produkte ein und hoffen dadurch einfach was zu verkaufen. Also ich würde nur jedem Selbstständigen raten, der jetzt seine Produkte gern verkaufen möchte und noch keinen Online-Shop hat, das einfach zu versuchen. Das Shop-System, das kann eigentlich jeder, der jetzt nicht große Erfahrung hat. Man muss jetzt in dieser Situation einfach zusammenhalten und schauen, dass man einfach online im Internet Werbung macht, um seine Sachen zu verkaufen. Versucht es einfach, es gibt genügend Leute, die euch vielleicht auch unterstützen könnt in der Situation. Versucht es einfach. Also wir sind jetzt froh, dass wir das gewagt haben, einen Online-Shop zu machen und hoffen, dass er weiterhin Erfolg hat.